Liebe Frau Merkel, wer 115 Millionen Euro EU-Mittel mit falschen Zahlen abzockt, wer zu dämlich ist, einen Großstadtflughafen termingerecht zu bauen, wer mit einem nun 16-jährigen Planungschaos bei Stuttgart 21 eine ganze Region ins Unglück stürzt, wer die Lüge S21 sei doppelt so leistungsfähig wie der Kopfbahnhof nach wie vor aufrechterhält, der begeht Subventionsbetrug und der sollte zu angeblichen Schummeleien der Griechen beim EU-Beitritt die Schnauze halten. Deutschland, halt's Maul!